So Leute, wir müssen noch mal reden. Ich habe Desma Style auf dem Steam Deck ein bisschen gespielt. 6 Stunden sind wir jetzt drin. Ich habe alle möglichen Achievements und Freunde, ich habe es jetzt begriffen. Ich befinde mich noch vor dem Release der ersten Folge. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mir übelste Aufsätze geschrieben habt, was dieses Spiel anders macht als die bisherigen Vampire Survivor-Likes. Und für alle, die vielleicht da jetzt nicht in den Kommentaren gewütet haben, bin ich jetzt heute da, um euch nochmal zu erklären, warum das hier scheiße geil ist. Also pass mal auf. Es gibt, wenn man so ein bisschen in der Szene drin ist, von dem Vampire Survivors-like Genre, dann hat man gemerkt, dass das ganze Jahr über mehrere, auch potente Titel pro Monat rauskamen. Also wirklich, die haben das gespammt ohne Ende. Die haben Anfang letzten Jahres, alle Entwickelnden haben so gesehen, alle Indie-Entwickelnden, Digga, Vampire Survivors-like, Alter, die machen ja richtig Asche, haben sich rangesetzt und selber eins gemacht. So, und dann ist es im Laufe diesen Jahres alles released in Early Access. Und es war immer das gleiche Schema. Du schaltest neue Maps frei, wenn du eine Map gewinnst. Du schaltest neue Charaktere frei, die andere Startvoraussetzungen haben. Und du hast Meta-Progression, weil du irgendeine Währung sammelst. Und im Hauptmenü ballerst du dann da die Punkte rein, von wegen du hast weniger Cooldown, mehr Damage, mehr Speed, mehr Rüstung, Lebensregeneration. Basic, langweilige Stats. So, und dann grindest du. Und alles fühlt sich gleich an. Ist jetzt schwarz-weiß gelabert. Klar gibt es da so ein bisschen Feinheiten. Jetzt kommt Death Must Die. Und was macht Death Must Die? Death Must Die ist... Also ich find's einfach klasse. Warte mal, ich glaube, schließe ich einmal den Controller an? Nee, ich glaube nicht. Also, in Death Must Die, zugegebenermaßen wird das Rad jetzt nicht vollkommen neu erfunden. Aber ihr habt Charaktere, die ihr nach und nach freischaltet. Und die haben Unterklassen. Die müsst ihr erstmal freischalten. Die schaltet ihr frei, indem ihr... Da müsst ihr auch ein paar Runden ballern. Dann schaltet ihr das hier frei, dieses Gebäude. Und hier seht ihr diese Unterklassen bei jedem Charakter. Und wenn ihr die anklickt, steht da auch, was ihr tun müsst, um diese Unterklasse freizuschalten. Das heißt zum Beispiel Avoron, das war der Ritter, den wir letztes Mal gespielt haben. Der hatte die Unterklasse The Guardian. Und das schaltet man frei, wenn man den Baron besiegt, einer der Bosse, die halt im Laufe einer Partie kommen. So. Und das Besondere an diesen Unterklassen ist, zum Beispiel, ich habe hier Skadi, mag ich sehr. Das sind quasi dann Feinheiten, so ein bisschen, ja, hier kommt alle 3 Level, bekommt man 16 Movement Speed. Das ist jetzt recht basic. Das hat sie oder er auch noch mit Lebensregeneration, alle 3 Level. Das gibt dann schon mal so einen gewissen Spielstil vor. Aber hier gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie, dass ein weißer Rabe mit einem kämpft. Und der hat die 8-fachen Stats von einem. Also, it gains 8 times value from stat boosts. Der rastet übel aus. So, und dann gibt's noch was. Your attacks apply a random status from a pool of 8 statuses. Also Gift, Brand, Frost, Cursed, alles mögliche. Und die alle diese 8 Status-Effekte haben jeweils eine 6%ige Proc-Chance bei unseren Auto-Attacks. So, den Rest könnt ihr euch denken. Also das sind quasi die Klassen und die haben so Feinheiten. So, jetzt spiele ich Skadi ganz gerne und ich würde vorschlagen, a random skill you have gain plus 1 level on every 2 levels you gain. Das ist halt insane. Das würde ich gerne mal ausprobieren, das habe ich gestern freigeschaltet. Zack, so. Das ist jetzt aber nur eine andere Art und Weise, glaube ich, wie man mehr und neue Charaktere introduced, die unterschiedliche Startvoraussetzungen haben. Das ist basically, was man hier sieht, ist alle Charaktere von Vampire Survivors, nur halt
komprimiert auf 5, aber die haben dann halt nochmal 5 Unterklassen, also 5 mal 5, 25. So. Also das ist jetzt noch nicht der Shit. Aber ein paar Sachen sind echt sehr unique und cool. Macht Bock. So. Jetzt gibt es aber keine Meta-Progression. Das fiel mir ja letztes Mal schon auf. Und wie das Spiel das macht, finde ich wirklich sehr, sehr geil. Das hatten wir in Ansätzen schon von diesen Torment-Dings. Wie hieß das nochmal? Das war so Diablo 2-mäßig, aber Survivor-likes. Da hat man Items gesammelt. Und hier ist es ähnlich. Und eigentlich kommt es nur darauf an. Ihr macht diese Runs und sammelt Items. Und diese Items rüstet ihr aus und die verliert ihr nicht, wenn ihr sterbt. Das bedeutet, ne, ihr lauft einen Run, habt dann Items, tut ihr in euren Stash, falls sie nicht für euren Charakter, den ihr gerade spielt, gemacht sind. Also es gibt Heavy, Light, Medium Armor und es gibt bestimmte Waffen. Das können alles nur bestimmte Charaktere hier tragen. So, das erstmal. Dann, es gibt halt unterschiedliche Seltenheitsgrade. Es gibt hier Common, dann gibt es Rare, falls ich irgendwo noch was habe. Dann gibt es Epic und Legendary oder Unique. Und Unique trifft es ganz gut, weil mein Schwert zum Beispiel hat die Chance von 30% eine zusätzliche Attacke zu triggern. Zu 30% ein zusätzlicher Auto-Hit. Das ist insane und sehr unique. Und das kommt über ein Item. Oder hier, meine Rüstung hat spawnt einfach alle 12 Sekunden so eine Sichelklinge, die über den Monitor pätzt. Ultra unique. Ja? Und so gibt es unterschiedliche Stats, mit denen man dann, und here it comes, sehr spezifische Builds bauen kann, zusätzlich zu den Unterklassen. Das heißt, man pickt sich eine Unterklasse. Gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt die genommen, die gesagt hat, hier, wir haben diese, alle Attacken haben 8 Statuseffekte im Pool und zu 6% kann jeder einzelne Statuseffekt getriggert werden. Und dann geht man hier, dann sammelt sich man sich Gear zusammen, das irgendwie nur so auf Statuseffekte geht. Dann bist du einfach so ein Elementarmonster. Verstehst du, was ich meine? Also man kann halt sehr, sehr, sehr dediziert arbeiten. Und das ist übel geiler Grind. Weil, ey, ganz ehrlich, 5-mal die gleiche Map zu ballern, nur dann, um sich endlich 5% weniger Cooldown zu leisten als Meta-Progression, ist halt ass nach 1,5 Jahren oder 2. Es ist wirklich Arschwasser. Verstehst du, wie ich meine? So, und alles, was ich... Also, meine Herangehensweise war, ich nehme jetzt den Charakter, der mir irgendwie am coolsten erscheint, den ich am meisten fühle. Das war jetzt Skadi oder wie sie heißt hier. Und dann sammle ich erstmal richtig heftiges Gear nur für sie. Und alles, was ich übrig habe, was nicht für sie ist, packe ich in meinen Stash. Und wenn ich dann mal Bock auf einen anderen Charakter habe, zocke ich den. So, und dann gibt es ja noch Shopkeeper. Aktualisiert immer nach jedem Run. So, und jetzt gehen wir aber erstmal rein. Ich habe jetzt nochmal, bevor wir reingehen, die Unterklasse genommen. Ich bekomme alle 2 Level, genau, alle 2 Level erhöht sich ein random Skill. Das ist insane. So, und jetzt, das war noch lange nicht alles. Ich habe ein paar mehr Sachen nicht begriffen. Oh, ich schließe einmal kurz Controller an. So lange dance ich einfach. Ach, der ist ja schon angeschlossen. Oh, scheiße! Hier kommen Gegner. So, lauf! Lauf bitte! Lauf doch! How goes it? Der ist nicht an, oder? Doch, ja, geil. Okay. Here it is, was ich letztes Mal überhaupt nicht gerallt habe. Ah! Es gibt ja diese unterschiedlichen Gottheiten und die wollen einen alle so ein bisschen instrumentalisieren, damit man den Tod bezwingt. Das ist actually genauso wie bei Hades. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. So, was ich aber nicht gerallt habe, man kann nur 3 haben pro Run. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine Fähigkeit nehme, kommt der Lai Gong, God of Lightning, immer mal wieder. Also der ist dann gesetzt für diesen Run und ich habe noch 2 Slots frei von Gottheiten.
Was man machen kann, es gibt Rerolls. Also es gibt Banish. Falls ich hier irgendwas gar nicht haben will, kann ich das banishen. Dann wird alles komprimierter und ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit pro Level-Up, das zu bekommen, was ich will. Dann gibt es Reroll, das gilt aber nur für diesen Gott. Also dann kommt Lai Gong einfach nochmal und die Sachen werden gerollt. Und es gibt Alteration. Und das bedeutet, ich kann die Gottheit rerollen. Also klar, derselbe kann auch, glaube ich, kommen, aber auf jeden Fall gibt es dann einen riesigen Pool. So, der Lai Gong ist aber ganz geil, Digga. Komm, wir gehen mal ein bisschen auf Blitzi. Nehme ich die Base-Attacke. Achso, und Punkt 2. Sorry, ich war ja bei 1. Es gibt unterschiedliche Seltenheitsgrade der Fähigkeiten. Also es gibt das Level, aber es gibt auch Seltenheitsgrad. Common, Rare, Epic, Master, Legendary. Das heißt, ich kann Haste Level 1 auf Master bekommen. Und dann sind es nicht 19 Movement Speed, sondern vielleicht 36 oder so. Ich weiß nicht, aus dem Kopf. Also die Wertigkeit eines Level-Ups ist krass unterschiedlich. Und here it comes. Wenn man, zum Beispiel, ich würde jetzt Haste nehmen und das wäre Common, also grau, niedrigste Stufe. Dann kann ich das bei zukünftigen Level-Ups, kann die Chance bestehen, dass wieder Haste käme hier zur Auswahl und das ist dann Level 2 und das ist dann wieder Common. Was aber auch passieren kann, ist, dass ich habe Glück, Haste kommt wieder, ne, Level 2 Upgrade und das ist dann aber Rare. So wie hier, Adept heißt es hier. Und das bedeutet, die zukünftigen Rolls, wenn Haste käme zur Auswahl, ist dann immer mindestens Rare. Es kann aber auch sein, dass nach Common ich Glück habe und einfach Master kommt. Dann ist es zukünftig, immer wenn es kommt, Master und hat noch die Chance, Legendary zu werden. Von der Wertigkeit her. Die Stats sind dann einfach viel krasser, aber es sind noch die gleichen Stats. Sie sind einfach nur höher. Ich kann aber auch instant mit Adept starten. Also das hier zum Beispiel ist super geil. So, ich würde sagen, wir nehmen Lightning Bolt, oder? Wrathful Strike? Ich weiß noch nicht. Also jeder Gott hat immer eine Fähigkeit, die den Auto-Attack beeinflusst. Und ich weiß nicht, ob ich hier ja, have the chance to trigger an additional attack. Das ist halt das Unique. Also es wird 12% Chance nochmal. Ja, dann habe ich 42% Chance, eine zusätzliche Attacke zu bekommen. Ja, Abfahrt. So. Ich habe jetzt Controller angeschlossen, weil damit ist es viel einfacher, nicht durchgehend zu attacken. Weil man rennt langsamer, wenn man attackt. Und diese goldenen Dinger auf der Map, die kann man so spammen, wenn man einfach mutig Gas gibt. So, das hier ist zum Beispiel gut. Shrine of Hunting. So, 8 Crit-Chance für Attacken. Oder 13% Chance, einen Dash zu reach. Hier, Movement Speed, Abfahrt. Weil Movement Speed bedeutet, wir können mehr Schreine abfarmen. So, es ist tatsächlich übrigens so, dass die Viecher respawnen. Also resetten. Wenn man einfach übel weit wegrennt, kommen die auf der anderen Seite rein. Da war ich mir letztes Mal nicht so sicher. So. Minus 3% Dash Cooldown ist geil. Nehmen wir. So. Okay. Das ist Time, also Gott der Zeit. Er ist schon sehr unique. Der geht halt viel auf mehr EP-Gain. Aber bin ich zum Beispiel kein Fan von, anders als Maxim. Weil ich habe den Eindruck, gerade in diesem Spiel, es gibt einem nicht so viel Level-Value, wie man investiert. Weil wenn ich jetzt hier irgendwas auswähle, hier you gain 14% mehr XP, dann ist ja ein Level schon weg. Also es geht ja dann darum, mehr Level hinten rauszubekommen. Aber das Entscheidende ist ja, bekomme ich hinten raus mehr Level, als ich am Anfang quasi eingebüßt habe, um überhaupt mehr XP zu bekommen. Versteht ihr, wie ich meine? Weil ich kann jetzt einfach auch Damage nehmen. So. Ja, ich würde hier komplett alten, glaube ich.
Daughter of Death, die ist geil. Also, die Effekte von ihr. So. Every few attack hits, shoot out sickles, Digga. Das ist eigentlich ganz geil, weil wir gehen ja auf Zusatzattacken. Wir können voll auf Attack Speed gehen und dann ist das geil, weil alle 6 Attacken kommen so Sicheln. So, wir gehen ja viel auf schnelle Attacken, you know? Dann nehmen wir das. Das war jetzt zum Beispiel nur Kamen. So, das sind die Sicheln. Ja, geil. Das ist actually genau der gleiche Effekt von unserer Brust. Oh, der ist auch gut. So. Minus 16% Adept Offers, minus 5,3% Expert Offers, aber plus 4% Master Offers. Würde ich nehmen. So, jetzt kriegen wir voll viel Common Offers. Oh, das. Ein Chef, Digga, haben wir. So, weiter geht's. Lass mich Arzt, ich bin durch. Oder. Was willst du? So, Level up. Jawohl, Mord, Digga. So, Sickles auf Mord könnte ich jetzt Level erhöhen. Ist alles leider common. Attack Damage wird auch nur erhöht. Execution? Nee. Lifelink. Das ist ganz geil. Aber es killt halt alles, was sehr weit weg ist. Das ist nicht so geil. Ja, ich würde hier mal ulten. Oder ich reroll. Ich reroll mal. Das Ding ist, ich glaube, ich will nicht auf Curse gehen. Also ich banish mal den Lifelink. Your attack hits have a chance to spawn phantoms. So, Gegner, die davon getroffen werden, werden gecursed und verlieren Protnia. Ich upgrade das jetzt einfach mal. Okay, dann macht's mehr Schaden. Oh, da unten geht die Party, Alter. So, aber man hat auf jeden Fall den Struggle. Wie viel EP-Shards lässt man liegen? Hier ist ein Büchlein. Become Stunned for, ja, 24% Spell Duration. Das ist actually geil. Dafür bin ich jetzt aber 1,5 Sekunden gestunt. Das heißt, meine Sicheln hier fliegen 24% schneller. Ciao. Erstmal eine Dose geöffnet. Winter. Ja, nehme ich. Ist auch hier Adept. Ist doch geil. Your Spell Areas Increase. Das banish ich. Wir gehen nicht auf Spells. Und dann sage ich mal Frostring. Actually, ist Frostring. der ist ganz gut mit Spell Area. Aber das passt schon. Bei seinem Level Up wird er auch immer höher. So, warte mal. Frostring ist alle 8 Attacken spawnen Frostring. Also ist halt auch was, was auf Attack Speed geht. So, ich brauche jetzt nur noch diese Gottheit, die sagt, ich krieg die Basic Stats erhöht. Weil da kann ich Attack Speed kriegen. Also, ich habe jetzt meine 3 Gottheiten: Mord, Frost und Blitz. Aber diese Zusatzstat. Ich mach 4 Banish. Diese Zusatz-Stat-Götter, die können auch kommen. So. Also. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir auf Cursed? You raise skeletons when you kill a number of enemies. Das ist immer ganz nice, gerade gegen Bosse. So, und die Raben sorgen dafür, dass Gegner gecursed sind. Also wenn, dann beides nehmen, weißt du? Ich habe das Gefühl, bei Death muss man immer ganz oder gar nicht. Oder ich gehe einfach nur auf die Sicheln und ansonsten andere Götter. Ja, ich probiere das mal. Ich habe sehr viel Banish. Also. Ja, dann komm. Ich entscheide mich jetzt. Ich gehe gar nicht auf. Und ich reroll mal. Execution. Banish. So. Und Soul Stealers.
I mean, meine Hits haben eine Chance, Phantome zu spawnen. Und ich habe viele Hits. Deswegen ist das eigentlich gut. Das nehme ich mal mit. So, die beiden Spells sind ganz geil. Ja, das sind diese Seelen, die rauskommen. So, wie viel Prozent? 22? Naja. Hey, hey, hey. Hat er mich gehittet? Die Sau. Das sind die Seelen, jawohl. Das ist halt ganz geiler AOE-Zusatz. So, wo ist hier ein Schrein? Nice, da unten. Oh, der gibt Gold. Und umso mehr man davon findet, umso mehr Gold geben die. Da sieht man auch manchmal, ne, diese ganzen Statuseffekte, die ich verursache. Manchmal ist auch Bleed dabei. Es ist, das ist Cursed, aber das kam jetzt, glaube ich, durch die... Ja, durch was? Die Sicheln, glaube ich? Ne, die, durch die Seelen, genau. Guck mal, wie viel EP hier liegt. So. Mehr Luck, Banish. Ja, das ist jetzt natürlich... Wenn ein Gegner durch Curse stirbt, wird unser Damage erhöht. Aber ich habe gesagt, ich gehe gar nicht auf Cursed. Man muss aber sagen, dass die Seelen sehr viel cursen. Und das ist halt ultra gut. Komm, wir nehmen das mal mit. Wir achten mal drauf. Unser aktueller Attack Damage, das ist der Stat ganz oben links unter Wrathful Strike, ist bei plus 104,7%. 104,7% merken wir uns. Das kann jetzt erhöht werden. Für jeden Cursed Enemy, den wir killen. Das heißt, die müssen erst so verflucht sein. Die sind jetzt verflucht mit dieser grünen Sülze oben drauf. Zack. Und jetzt sollten wir schon 106,5 haben. Und wir sind recht früh im Game. So, jetzt kommen die ersten Glibberviecher. Zack. Man sieht auch übrigens manchmal diesen Double Attack. So. Wrathful Strike, Ball Lightning. Your dash turns into a damaging ball of lightning. Das nehmen wir, glaube ich, mit. Weil das hat ordentlich Reach und macht richtig Damage. Vielleicht wäre das Frosting aber besser gewesen. Aber egal. Also es macht wirklich viel Damage. Muss man einfach sagen. Ey, der Frostring ist schon... Also, wir haben noch nicht viel Attack Speed, ne? Vielleicht sollte ich komplett mein Bild, also gear-technisch, auf Attack Speed ändern. Ich glaube, das hätte Potenzial. So, es wird erstmal eingesammelt. So, da ist ein Schrein. So. Chain Lightning ist sehr geil. Oh, aber da könnte ich jetzt... Das ist es, ne? Hier könnte ich jetzt meine Novize oder Kamen-Variante von meinem Dash, diesen Lightning Ball, Ball Lightning, erhöhen auf Adept. Das ist schon sehr gut. Aber ich könnte jetzt auch... So, das banishen wir. Space Speed banishen wir. Aber ich kann auch Chain Lighten, das ist halt wirklich geil. Your attack hits have a chance. Es ist wirklich, das muss ich mitnehmen. Das ist wirklich sehr geil. Meine Attacken haben jetzt halt die Chancen, Kettenblitz auszulösen. Da. Das ist halt wirklich sehr... Warte mal, da oben war ein Schrein. Ah, das ist der Hase. Jetzt habe ich einen Dash mehr und ich glaube, der lädt schneller auf. Ja, jetzt kann ich richtig Schreine abfahren. Der ist scheiße. Der ist scheiße. Der bufft einfach nur. Der macht Max Life. Der ist scheiße. Der ist gut. Oder? Nee, warte mal. Was hat der nochmal gemacht? Muss ich jetzt hier kurz warten? Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe hier auch echt viel liegen lassen. Die Kettenblitze sorgen halt dafür,
dass ich teilweise außerhalb meines Bildschirms die Leute kill. Was nicht nice ist. So, wir rerollen und hoffen auf Master oder so. Hm. Ja, dann nehme ich Wrathful Strike. 15% Chance Zusatzattacke. So. Da oben ist ein Schrein. Hör mal auf zu schlagen. Geil, mehr Pickup-Range. Oder generell mehr Pickups. Ah, jetzt wird hier mal rangesaugt. Mehr Pickup-Range. Der ist gut. Mehr Pickup-Range oder EP pro Sekunde. EP pro Sekunde ist halt insane. Ja, das nehmen wir. Der ist auch geil. 20 Movement Speed oder Evasion? Hm, ich glaube Evasion. Besser gegen die Bosse. Alter, die werden einfach alle eingefroren, gecursed, geblitzdingst. So. Jo, die Pickup-Range ist... Ach ne, ich habe ja ihn hier, genau. Ich habe ja das Magnetteil über mir. Da oben sind zwei Schreine. 60% mehr EP, aber nur für kurze Dauer. Das heißt, ich muss jetzt Leute killen. Okay, und die beiden ersten harten Bosse kommen. Frostring auf Expert. Geil. Ich brauche weniger Attacken, um es auszulösen. Wir haben aber auch ein paar Adept-Sachen. Oh, Attack Damage für jeden gefrorenen oder auch geslowten Gegner. Ja, aber wir machen Frostring auf Expert. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. So. Ah, das hätte ich nicht machen müssen. Das auch nicht. Das auch nicht. Das muss ich machen. So, jetzt schön Damage. Okay, einen habe ich. Läuft schon besser als letztes Mal, ne? So. Chain Lightning erhöhen. Bounce dann länger. Oder hier nochmal. Oh, ich hätte halt gern Master. Soll ich mal schön rerollen auf... Ich habe doch die Master-Chance erhöht. Die ist wahrscheinlich nur 4%. Whenever you turn... Ja, Lightning Bolt nehme ich mal mit. Da kommen halt Blitze, 4 Stück auf Gegner, wenn ich 600 hinter mich gelegt habe. Und ich glaube, jeder Dash hat das schon. Jo, da schlagen die Blitze ein, Digga. Ciao. So. Ha? Falls ihr darauf... Oh, Mayhem. Jo, auf Adept, gerne. Falls ihr darauf geachtet habt. Also jetzt erstmal, wir sind bei 140,7% Damage. Dann, wir haben 2 Epic-Items bekommen. Einmal Hasted Boots of Exile. Da haben wir einen Banish-Würfel mehr. Und sehr viel Rüstung, aber dafür weniger Leben. Ich würde fast sagen, der ist besser. Einfach auch wegen dem Banish da ist. Ich glaube, er ist besser. Zack. So, dann haben wir hier ein Messer. Das ist für einen anderen Charakter. Gut. Digga, die Blitze, die hier einschlagen. Alter, was hier alles rumliegt. Das ist halt ein Problem, wenn man nicht den Time God mitnimmt. Also allein, weil man hier wenig Pickup Range hat. Allein deshalb lässt man halt viele EP-Charts liegen. Spell Duration ist ganz geil für uns. So. Frostroller. Reroll ich, oder? Frozen Treasure. When you kill a frozen or chilled immune enemy, there's a higher chance that it drops an item. Wir hinterlassen Frost. Aber ich will höhere. Ja, das ist Master. Das ist Master. Geil. Das heißt, bei jedem Level-Up ist jetzt Master-Qualität von dem Spell, den ich jetzt auswähle, der Fähigkeit. So. Wir bekommen Attack Damage für jeden Immobilized Enemy. Das war auf Novize 14%. Jetzt ist einfach 24%.
für ein Level ab. When you kill a frozen or chill immune enemy, frozen or chill immune enemy, there's a higher chance it drops an item. So. Gefrorene Gegner bekommen 120% mehr Damage. Das nehme ich mit, weil das ist ein Bosskiller. So, jetzt muss ich mehr auf Einfrieren gehen. 100% mehr Damage für kurze Zeit. So. Schreiner angucken. Irgendein Stab. So, den machen wir weg. Der kriegt jetzt 120% mehr Damage. Da war ein Crit dabei. Ich glaube, ich level jetzt erstmal ein bisschen. Das bedeutet, ich bleibe in einer Region, lass keine EP-Charts liegen und farm Gegner. So. Hier würde ich was banishen, glaube ich. Ne, jetzt machen wir Path of Frost. Oder das Chilled Enemies. Ich will ja, dass sie eingefroren sind. Ich glaube, wir banishen hier was. Oder ist alles nicht... Ich mach mal einen Reroll. Wow. Der fast ist literally das gleiche. Ja, dann nehmen wir Path of Frost. Oh mein Gott. Ja, also es geht ab, Leute. Das geht ab. Oh, ich habe euch eine Sache vergessen zu erklären im Hub. Das erkläre ich nochmal am Ende. Die ist sogar eine relativ relevante Sache. So, wie ihr seht, da lasse ich jetzt immer eine Frostspur. Gegner, die darauf treten, sind nicht nur gechillt, wie man das so aus anderen Games kennt, sondern bekommen einfach auch Damage, als wäre es Feuer. Oder? Nee, not. Hä? War das nicht so? Na gut. Also ich muss sagen, dieser Frostring in Kombination damit, dass man mehr Damage macht für also auf eingefrorene Ziele, heftig. Lightning Bolt. Dann kommt einer mehr. Oder Chain Lightning nochmal. So, Move Faster hauen wir raus. Und dann nehmen wir Lightning Bolt. So, da ist ein Schrein. Den kenne ich gar nicht. 25% mehr Mythic Items. Ja, gerne. Gerne. Oh, die haben gut Damage gemacht gerade. Ja, ich habe halt gar keine Defense, ne? Lol, der hittet. So. Da müssen wir uns noch was überlegen. Okay. When you kill, bla bla bla. Ach, das hier hat gedamaged, genau. Ja, dann würde ich das, glaube ich, jetzt einmal mitnehmen. Jetzt spawnen halt so Frostzonen. Das heißt, wir chillen eigentlich den ganzen Bildschirm. Und da, diese Vierecke auf dem Boden. Und die fügen Damage zu und slowen. So, Blight. Das haben wir gerade genommen, genau. Also ich will jetzt, ich ult mal. Oh, das ist die, die Basic Stats hochmacht. Attack Speed 13%. Nice. Das ist genau das, was wir noch gebraucht haben. Digga, wie der gemeldet wird. So, das gibt jetzt 60 Gold. Das gibt... Ja, jetzt würde ich nochmal Schreine spammen. Einfach weil wir hier jetzt den Hasen haben. Okay, da oben ist ein Schrein. Ich wollte gerade sagen, gibt es keinen. Ah, wir sind itemtechnisch voll. Hoppala. Ciao. Ah, nochmal Item. Ich will Schreine. Oh, ne, jetzt abgelaufen. Hier sind noch zwei Schreine. Drei sogar. Der ist useless. Der gibt 90 Gold jetzt. Das ist viel. Ich kill die halt alle auf meinem Weg. Und hier nochmal ein Item. Okay, jetzt kommen wir alle her. Alter, der Damage. Es ist wirklich heftig.
Ich slow die halt, Freddy, ein. Ich verbrenne die. Mayhem. Oh mein Gott. Dass wir mehr Damage kriegen für jeden gekursten Gegner, den wir killen. Wie viele haben wir bisher? 161. Ja, das geht jetzt nochmal deutlich schneller hoch. Digga, der Frostring. Den würde ich halt noch gern ein bisschen leveln. Ich meine, der ist ja jetzt schon auf epischer Variante. Aber Low Level. Was heißt Low Level? Alter, ich knatter die alle so weg. Crazy shit. Okay, was machen wir jetzt? Das ist alles shit. Wir olden. Wrathful Strike. Ball of Lightning. Ja, Wrathful Strike. Hoppala. So viel EP. So, da oben ist ein Schrein. Den holen wir uns. Ah, das ist wichtig. Das ist leider nicht auf der ganzen Map, sondern nur im näheren Umfeld. Oh, jetzt haben wir es nochmal. Okay, jetzt kommen ja nochmal ein paar Schleime. Aber die haben wir auf Farm. Bin ich early. So, Lightning Boy. Oh, Lightning Bolt auf Epic. Warte, das verringert die Distance? Aber macht deutlich, aber macht mehr Damage. Aber es verringert die Distance. Warum ist das grün dargestellt? Das ist doch scheiße. Ja, je nachdem, was man will, ne? Schon ein bisschen weird. Oh, da ist ein episches Item gedroppt. Dafür müssen wir irgendwas abwerfen. Wir werfen hier einfach so ein graues Item ab. Oh. So, was war das? 3 Banish Dices. 33% mehr Gold Gain, das gibt's auch, und 11 Life. Ja, ist aber nicht so gut wie meiner. So, 5% mehr Damage, 3% mehr Max Life, das ist alles nice. Wie viel Damage haben wir jetzt? 200,7%. Digga, das hat so viel gebracht, das auf Epic zu upgraden. Guck mal, da war jetzt eine ganze Gruppe cursed, die haben wir alle gekillt, die sind auch alle cursed. Wenn hier eine Seele durchsaust, erwischt es halt 20 Gegner. Oh, ich habe nur noch 2. Ja, dann nehmen wir Soul Stealer. Mehr Seelen, mehr Cursed, mehr Max Damage. Oh. Gutes Item. Droppen wir irgendeine graue Scheiße. Das. So, was war das? Handschuhe. Medium. Kann ich tragen. 11 Rüstung. 1600 Shard Pull Area. Das ziehen wir an. Jetzt fliegen die halt von überall her. Also 1600 ist schon halber Bildschirm. Ungefähr. Das ist halt so gut, weil wir halt dadurch keine EP-Charts liegen lassen. Oder viel, viel weniger, ja. So, die Hand nochmal. Hier kann Item droppen. Nicht. 120 Gold. Ihr kriegt aufs Maul. Jo, wie viele Seelen da rauskamen. Inshallah. Level up. Death is not the end. So. Oh, hier gerne. Haben wir immer einen Reroll pro? Machen wir mal. Können ja eh nur die gleichen kommen. Okay, dann würde ich wieder sagen, Soul Stealer. Noch ein Phantom mehr. Huh? Schon wieder du? Nee, das war der letzte Reroll. Okay. Nochmal ein Phantom mehr. Geil. Also wir sind super strong unterwegs. Ja, das ist geil. Da unten sind 2 Schreine. Naja, fast. Cool. Der ist gut. Aber ist natürlich jetzt nur kurz. Oh, und der Necromancer, den kennt ihr noch nicht. Ein weiterer Boss, da ist er. Eingefroren, kriegt 120% mehr Damage. Junge, wie der gelöscht wurde. Ich habe den gerade Half-Life gehittet. Wieder. Ah ne, ist nur gechillt. Macht aber auch Damage. Der hat eingefroren.
Jo. Okay. Der hat was gedroppt. Man will quasi die Bosse auf Farm haben, um richtig viel Meta-Progression zu haben. Weil man das ja durch Items macht. So, einmal ein Ring. Oh, der scheint gut zu sein. 20% mehr Adept Offers. 22,8. Das ist crazy. Also wir haben eine 22,8% höhere Chance, dass da nicht nur Vize kommen. Das ist halt insane. 120 Chart Pull Area, nice. Weniger Enemy Barriers, nice. Das ist quasi deren Schild, Rüstung, Block, wie ihr es auch immer ausdrücken wollt, Barriere. Mehr Spell Speed. Mehr Summon Damage, das heißt, man könnte auch voll auf Summon gehen. Summon Damage, da machen Skelette, die man beschwört, viel mehr Schaden. Und 1,6 Crit Chance für Attacken. So. Der andere Ring gibt uns aber 2% mehr XP. Aber ansonsten, ja, und ein Reroll da ist, aber ansonsten ist das hier einfach viel, viel stärker. Holy shit. Geil. Dickes Upgrade. So, und das andere? Das hier? Nee. Ich glaube, das hier. Aber ja. Wer weiß. Ja, New Skills. Kann geil sein. Kommt drauf an. So, mal wieder Lightning, Alter. Lightning Bolt. Das ist der... Ach nee. Genau. Das sind die Blitze vom Himmel. Ja, Chain Lightning auf Adept. Geil. Machen wir. Das knattert. Also es orgelt übel rein. Erhöht halt nicht die Wahrscheinlichkeit, aber die Anzahl der Targets, die von Kettenblitz, also die einen Kettenblitz abbekommen, der Bounce quasi wird erhöht. Was ist denn der grüne Punkt? Ah, lol, hier ist noch eine Level-Up-Kiste. Winter. Ja, ist halt alles shit. Ja, dann machen wir Path of Frost. Bleibt das länger liegen? Oder das hier. Mehr Attack Damage für jeden eingefrorenen Gegner. Das heißt, wenn Frostring droppt, proct, triggert, dann haben wir ordentlich mehr Damage. Aber, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben so viel Single-Target-Damage. AOE auch, also die Kettenblitze, Frostring. Guck mal, die Kettenblitze kritten auch irgendwie. Also, ist einfach nur geil. Alter, wie viel EP hier noch rumliegt. Das war eine Schelle. Die Blitze killen die halt. Ich brauche mich nur bewegen. Mein Gott, ey. Hier sammeln wir mal alles auf. Beschwörer. Alter, two-shotten wir. Oh. Epischer Ring. Gürtel. Alle eingefroren. Ey, Dicker. Okay. Ja, Blight. Mehr so eine Frostzone, die gespawnt werden. Frostzonen sind geil, weil können Gegner einfrieren, right? Chillen und einfrieren. Alter, der Kettenblitz macht so Work. Shit, die haben mich ordentlich erwischt. Da hatte ich keinen Jump-Up. Der muss weg. Ja, ist gerade volle Bude. Ich glaube, irgendwo ist was Krasses gedroppt. Bin mir nicht ganz sicher. Wie viel mehr Damage haben wir mittlerweile? So, Lightning Bolt nochmal. 242%. Es ist so beschissen. Multi-Head? Unique? Oder Mythic? Ich glaube, bei Mythic habe ich gerade gesabbert. Wo ist das? Multi-irgendwas. Multi-Head, das ist ein Stab. Plus 3 Spell Projectiles? What? Okay, wir müssen nochmal einen Part machen mit der Magierin. Heilige Scheiße. Oh, die klatschen auch nicht rein. Scheiße. Das war bad gespielt von mir. Hör, die lenken nach. Ah, jetzt kommen hier diese Bosse. Ja. Ich glaube, ich mach die einfach mit Blitzen. Oder ich mach die ein bisschen mit Augenmaß. Okay.
Okay. Ja, die sind heftig. Hier spawnen gerade nur die fetten Ritter, die krassen Archer, die Salvenballern und die Geister, die so Assassins sind und die komischen Summoner, also nur so Bossgegner. Wrathful Strike? Oder? Ja. Aber, oh Gott, da hat er mich wieder erwischt. Ja, ich habe ein bisschen Probleme. Mir fehlt halt ein bisschen an Damage-Negierung. Okay, die sind eingefroren. So, das war heftig. Alles. Oh, ah, yeah. I wanna know if you be my girl. Frozen Treasure? Nee, Thor. Thor. Ja, Attack Damage, wenn Gegner eingefroren ist, wie hier. 299% Attack Damage. Walla Krise. Ich werf das ab und nehm das mit. Guck ich mir dann in der Lobby an. Oh. Okay, das ist so ein Schildgegner. Ich glaube, den machen wir erstmal. Schildboss. So ein Typ, der ist hier gerade. Das ist auch. Eingefroren. Und tot. Geil. Aber die darf man nicht unterschätzen, weil die... Das war so eine Feder. Ein Relikt. Spell Duration, Reroll. Okay, krass. Oh. Wisst ihr, da haben sie mich gehittet, die Schweine. Aber die rasieren wir gegen den Strich. Nummer Blight. Ja. ...333% mehr Damage. Inshallah. Stell dir mal vor, wir wären nur auf Curse gegangen. Da habe ich mich ja aktiv dagegen entschieden. Alter, wie die alle platzen. Ist das geil. Ich liebe halt an dem Game, dass man so unique Builds bauen kann. Und dass man so sich auf drei Götter festsetzen muss, ist halt auch geil, weil dann ist auch jeder Run wirklich deutlich anders mit jedem Charakter. So. Der will echt unbedingt, dass ich das nehme. Ich mach nochmal Blight. So. Jetzt gucken wir nach Schreien nochmal. Na, Müll. Oh, den kenne ich nicht. 18 Luck. Okay. Da. Aufgeplatzt. Ich hätte gerne als Level-Up nochmal die Götter, die ein Base-Stats geben für Attack-Speed. Das wäre geil. Scheiß Schuhe. Heal. 9 Heal on Level-Up. 9! Startet mit 60 Leben oder so. Spell-Damage, Spell-Crit-Chance, Reroll-Dice. Auch geil für die Magierin. Alter, dieser Assassine, der... Junge, jetzt kann ich aber leveln. Aber hiermit kann ich eigentlich auch immer weiter traveln. 25% mehr Adept-Offers. Mehr Heals, mehr Adept-Offers. Ja. Wenn man das ganz am Anfang findet, ist so gut. Oh, die Harfe ist geil. Ja, gegnerische Barriers, glaube ich, reduced, oder? Nee, mehr EP. Wobei, wir sind fast am Ende. Oh, nee, dauert noch. 19 Minuten. 150 Gold. Ja, wir sind hier, okay. Aber jetzt kriege ich richtig mehr Damage. Weil die hoffentlich jetzt alle cursed sind und sterben. Ey, oben muss ich diesen komischen Bogenschützen wegmachen. Ja, Wrathful Strike, oder? Junge, nochmal 2% mehr. Auf zusätzlicher, ja. Stufe 8. Crazy. Digga, da ist er. Jetzt, weg mit dir. Jo, die sind alle gecursed. Oh mein Gott, farm ich hier plus Damage. 650%! Achso, weil da auch viele eingefroren waren, glaube ich.
Nee, 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 du rennst nicht weg, Freundchen. Alter. Bitte, Phantome. Ja, sehr gut. Ja, Phantome. Okay, jetzt keiner mehr eingefroren. 350. Gut, ist in Ordnung. Was hauen wir weg? Irgendwas Graues? Der. Junge, dieses 25% höhere Chance auf Mythic. Das schmeckt übel. Okay, da ist er. Jetzt geht's los, Endboss. Oh mein Gott! Ich habe ihn Half-Life gebombt! Tot. So, was hat er dabei? Das kann weg. Zwei Items müssen weg. Ja, irgendeine blaue Scheiße, oder? Ja. 200. 215? 60% mehr Spell Duration? Ich komme die ganze Zeit gegen die Maus. 60% mehr Spell Duration? Und das meine ich so, man kann so spezifisch werden. Weg. Hä? Ich hab nur ein graues. Haha. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Heal on Level Up, Spell Damage. Nee, ich brauche irgendwas. Bei ihr brauche ich irgendwas. Ich glaube, es ist eine Sie. Ja, komm, dann nehme ich jetzt hier irgend so eine blaue Scheiße. So, das ist schon mal besser als der, oder? Ja, ja, da ist Lack drauf. Fertig. So, das kam weg. Dann nochmal irgendein Ring of Magic. Oh mein Gott, ja. So, ja, das war's. Fertig. Es hat unnormal geiles Game. Also wirklich, es ist so geil. So. Jetzt haben wir nichts Neues freigeschaltet. Genau, eine Sache habe ich vergessen zu erklären. Ihr habt ja jetzt gemerkt, es geht vor allem darum, hier aus dem Run zu kommen und das den Rucksack voll zu haben mit geilen Items. Man kann tatsächlich den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem wir hier zum Beispiel sagen, Enemies, also Gegner, schießen zwei extra Projektile. Gegnerische Projektile sind 35% schneller, Bosse haben 60% mehr Damage und so weiter und so fort. Und dann seht ihr unten die Leiste, erhöht sich die Item-Rarität. Also die Items, die droppen, da wird der Seltenheitsgrad erhöht um Additionally, each point increases the stats of all of Death's minions. Okay. Also 30 mehr Stats. Aber das Ding ist, was mich stört, für mich ist hier nicht ersichtlich, um wie viel Prozent sich jetzt hier die Item-Rarität increased. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. I mean, klar, hier steht eine 30, aber es ist ja quasi einfach nur... Ja, vielleicht ist das der Prozent, aber... Man weiß es nicht. Was ist dieses komische Symbol daneben, ne? Das ist nicht Prozent. So. Aber es ist das Einzige, was man irgendwie als Anhaltspunkt hat. So, und jetzt steht da oben zum Beispiel Choose Realm and Difficulty. Das heißt, theoretisch gibt es andere Stages, andere Maps. Da bin ich aber noch nicht. So, und das wäre jetzt ultra heftiger Schwierigkeitsgrad, ja? Warte mal. Hä? Hat er es nicht übernommen? Confirm, ja. Zack. Super. Also das wäre jetzt auf Hard Mode, aber man kann halt viel krasser Items farmen, you know. Gut. Jetzt wäre mein Approach, ich gehe zum Stash, sortiere alle Items ein, die sie nicht braucht und gehe zum Shopkeeper, guck, was er hat, verkaufe den Rest. Das wäre so mein Approach. Ja, das mache ich aber jetzt nicht in der Aufnahme, Leute. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Macht übel Bock. Wir sehen uns beim nächsten Video.
Schaut bei Corrupted Blood vorbei, falls noch was gibt. Ich nehme hier vor Launch auf. Und, also ich hoffe, es gibt nichts mehr, bin ich ehrlich. Wir haben ja nur limitiert Sachen auf hier, Dingst. Also wir haben gesagt, von jedem Teil Summe X. Und wenn es weggeht, wäre schon nice. Weil sonst sitzt man auf den Sachen. Ich bin super aufgeregt. Ich bin gerade vor Launch. Ich weiß gar nicht, was passiert. Vielleicht brauche ich mich schon jetzt in der Zukunft eurer Gegenwart. Ist alles cool. Aber ja, wir sehen uns. Tschüssi.